Hey, schön, dass du. Hey, schön, dass du da bist. Hey, schön, dass du da bist, sagst du immer. Hey, schön, dass. Manchmal weiß ich es nicht mehr. So wie man manchmal seinen Namen vergisst. Hey, schön, dass du da bist. Ich habe heute wieder die Marie zu Gast. Herzlich willkommen, Marie. Willkommen Dankeschön. Zurück auf vielfache Nachfrage von euch und natürlich auch, weil ich sie gerne hier habe. Wir haben kürzlich mal ein Video gemacht. Kürzlich ist auch schon wieder ein paar Monate her. Das hieß, sag mir, was du trägst und ich sag dir, wer du bist. Da haben wir beide Düfte zum ersten Mal gerochen und uns dann Personas dazu überlegt, also Charaktere, welche Art von Mensch diesen Duft wohl tragen könnte. Und das Video hat euch nicht nur gut gefallen, sondern ganz viele Leute haben auch in die Kommentare geschrieben, wir sollten dasselbe Thema doch mal mit Stars machen, mit Celebrities. Und dann haben wir uns gedacht, das ist eigentlich eine coole Idee und wir haben auch richtig Bock drauf und deswegen machen wir es heute. Und noch ganz kurz für die neuen Zuschauer, falls du zum ersten Mal hier bist, herzlich willkommen. Ich bin die Leni, das ist die Marie. Nur der Esel nennt sich selbst zuerst, gell? Das ist die Marie, ich bin die Leni und wir sprechen gerne über Parfum. Und falls dich das Thema auch interessiert, dann würde ich mich echt freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Drück die Glocke, dann kriegst du mal Bescheid, wenn ein neues Video kommt und folg mir natürlich auch gerne auf Instagram. Ich habe schon ein bisschen Respekt. Ich hätte mir vorher noch mal irgendwie so eine Bunte oder so durchlesen sollen, dass ich ein paar Promis parat. Ich habe auch brutal Angst, dass mir niemand einfällt. Ich habe gerade echt Angst, dass mir niemand einfällt. Und normalerweise sage ich ja mal, ist kein Stress, wir haben ja alle Zeit der Welt, aber wir haben heute nicht alle Zeit der Welt, weil die Kinder sind mit der Babysitterin draußen und wer weiß, wie lange meine Große Bock hat, Sandkuchen zu bauen. Also schauen wir mal. Wir fangen auf alle Fälle sofort an mit dem ersten Duft und zwar ist es der Mephisto Gentil Uomo von Casamorati, von Serchoff. Und die Marie darf jetzt raten, oder nicht raten, sich überlegen, wer diesen Duft wohl trägt. Oh, es ist immer schwierig, finde ich, wenn man den Flakon schon gesehen hat und den Namen gehört hat, weil ich jetzt gleich in die Mephisto-Bad-Boy-Ecke denke. Soll ich das nicht mehr dazu sagen? Doch, kannst du schon machen. Ja, das wäre ja seltsam. Irgendeinen Anker braucht man ja auch für seine Ideen. Ja, irgendeinen Anker braucht man schon. Ich habe gerade gedacht an Leonardo DiCaprio. Warum? Also zum einen ein wirklich schöner Herrenduft, den aber, glaube ich, auch Frauen ganz gut tragen können. Der hat ein bisschen eine würzige Note, aber nicht zu schwer. Der ist schon, würde ich sagen, eher eingängig. Der ist gut tragbar. Crowdpleaser. Und warum Leonardo DiCaprio? Weil ich finde, der hat sehr unterschiedliche Rollen, die er spielt. Und das dachte ich schon, du sagst, weil er auch ein Crowdpleaser ist. Sorry. Ja, manchmal vielleicht. Aber der spielt so viele unterschiedliche Rollen. Und schlüpft gut, finde ich, auch in die unterschiedlichen Rollen rein. Und das ist so ein Duft, den kannst du irgendwie zu jeder Lebenslage tragen. Und meine ursprüngliche Assoziation, Bad Boy, danach riecht der Duft gar nicht. Das also stimmt. Mephisto, Es fand schon beim normalen Mephisto das nicht. Und ich finde es auch nicht beim Gentil Uomo. Das ist ja, der Gentil Uomo ist ja der Gentleman, ne? Also der Mephisto Gentleman. Aber das ist einfach ein super angenehmer, wirklich, ich glaube schon, Komplimente sammelnder Duft auch. Und ich finde deine Beschreibung phänomenal. Also finde ich echt gut. Also der taugt für vieles. Den könnte man als Signature auch tragen. Aber er ist, glaube ich, besonders schön auch im Sommer oder wenn es ein bisschen wärmer ist. Weil der hat schon eine distinktive Zitrik mit dabei. Und er ist aber nicht nur einfach ein Sommerduft. Der hat schon noch Nuancen und ich habe schon mal einen sehr detaillierten Review zu dem gemacht. Aber wenn ihr euch vorstellt, Leonardo DiCaprio, glaube ich, passt gut. Ja, schöner Duft. Gut. Meistens schöner Mann, nicht immer. Sagen wir mal so, also findest du Leonardo DiCaprio schön? Ja, der schaut. Fandest du ihn mal schön? Also vielleicht auch jünger war, als ist er ja schon. Also als ich auch noch jünger war. Nein, nicht als du, als er jünger war. Und dreimal Titanic im Kino gesehen habe. Ja, da fand ich den schon süß. Warte mal kurz. Ich glaube, ich habe wirklich dreimal Titanic im Kino gesehen. Ich auch. Nein, ohne Scheiß. Und es war der erste. Wir sind doch Schwestern, Leni, wir wussten es nur noch nicht. Ja, vorhin von euch haben Leute in die Kommentare geschrieben, ey, ihr seid doch Schwestern. nee. Im Ernst, als ich 10 war, das war der erste Film, den ich mehrmals im Kino gesehen habe. Und ich habe immer... Ich war naturgemäß ein paar Jahre älter, weil ich bin die ältere Schwester von uns beiden. Aber ja. Witzig. Ja.
Nein, ich mag Leonardo DiCaprio schon, jetzt nicht nur in seiner Titanic-Rolle. Ich mochte den großen Gatsby. Ich liebe ihn als Schauspieler. Und wisst ihr warum? Aus dem Grund, den du gesagt hast, weil ich nehme ihm jede Rolle ab, die er jemals gespielt hat. Also ich nehme ihm den kleinen Gilbert Grape-Jungen nehme ich ihm ab, aber ich nehme ihm auch den Candy aus, oh Gott, wie heißt denn der Film? Da, wo er sich die Hand gebrochen oder auf blutig geschlagen hat, mit dem, wo er die Sklavenbefreiung. Was ist oh Gott, welcher war es ja? Ich komme gerade auch nicht drauf. Ist egal, ich melde es euch an. Wolf of Wall Street, das ist auch ein gutes. Genau, also der ist einfach immer, der ist einfach, also dass der erst mit dem Revenant einen Oscar bekommen hat, das ist eine Unverschämtheit. Und ich, das ist wirklich, würde ich sagen, so vom Skill her einer meiner liebsten Schauspieler überhaupt. Mhm. Gut, okay, sprechen wir über den nächsten Duft, oder? Okay, ja. Okay. Jetzt bekomme ich einen zu riechen. Weniger über Männer. Naja, mal sehen. Okay. Und soll ich dir sagen, was du bekommst, oder magst du es nicht wissen? Ich habe schon gesehen. Okay. Aber du kannst mir noch mal vorlesen. Du bekommst von mir Calvin Klein CKB. CKB. Mhm. Okay, also. Ich sag's vorab, steigt mich nicht in den Kommentaren, gell? Also, ich finde den nicht gut. Sorry auch an Matthias, sie hat ein paar Düfte von ihrem Mann mitgebracht, die ich nicht kenne. Sorry, Matthias. Aber ich finde den sehr, der ist nicht unangenehm, ja, aber ich finde ihn extrem basic. Mhm. Ich finde, der ist frisch, der ist ein ganz kleines bisschen, vielleicht so Tonka oder so könnte der vielleicht mit drin haben. Moschus, also halt so typisch diese CK-DNA, die sehr gut tragbar ist. Und ich finde aber von CK gibt es viel bessere Düfte noch. Der hier ist, ich soll eigentlich gar nicht so sehr einen Duft beschreiben, sondern wie er den trägt. Also, okay, ich habe gesagt, er ist basic. Also stelle ich mir eher so vielleicht jemanden vor, der im Dschungelcamp war. Also eher so ein C-Promi, ja. Oha. Vielleicht so ein C-Promi. Ich sage so Pietro Lombardi-Style vielleicht. Mhm. Das, also ich finde, der ist nicht besonders ausgereift. Ich finde, der ist ein bisschen mit der Brechstange. Ich finde, der ist sehr, ist ein bisschen übertrieben auch. Also im Sinne von, er kommt mit der Brechstange, ja. Also der ist nicht sehr fein austariert. So ein bisschen, Hauptsache ich habe ein Parfum drauf. Genau, aber ja, aber schon so einer, der sich schon auch irgendwie Gedanken macht, weil dieses Süßliche, das tragen meistens meiner Erfahrung nach Männer, die sich schon sehr viel um ihr Äußeres kümmern. Und diese gezupften Augenbrauen von dem Pietro Lombardi ist nämlich, was mir die Assoziation gemacht hat, weißt du? Also, ja, doch, würde ich sagen. Mhm. Ja. Geh mal zum nächsten, nee, ich, bevor nächsten. Ich mich hier um Kopf und Kragen rede und nachher alle meinen Kanal deabonniere. Okay, beim nächsten bin ich sehr gespannt. Ich glaube, dass ich euch den noch nie auf meinem Kanal reviewed habe. Das heißt, ihr bekommt jetzt heute den Hot Take von der Marie. Und zwar geht es um Café Cabanel von Theo Cabanel. Der Flakon schaut schon total toll aus. Schaut super aus, gell? Mhm. Ein wirklich schöner Duft. Das ist definitiv ein komplexer Duft. Der ist überhaupt nicht mainstreamig. Mm-mm. Ich hatte irgendwie, der heißt irgendwas auch mit Kaffee, ne? Ich finde, man hat auch eine Kaffeenote irgendwie in der Nase. Der Duft ist nicht besonders süß. Er hat einen ganz Ticken Süßlichkeit mit drin, aber jetzt nicht wahnsinnig intensiv. Oder was sagst du? Findest du ihn süß? Ein bisschen. Also bei so Kaffeedüften, da denkt man ja oft an Gourmands. Das ist jetzt kein typischer Gourmand. Mhm. Das ist mehr, der ist fast ein bisschen herb. Ja, ich weiß, was du meinst mit wenig Süße. Also der ist schicker, würde ich fast sagen. Total. Ich sehe als Prominenten wieder eine Schauspielerin. So eine Grande Dame des Films. Wer fällt mir denn da ein? Keine Ahnung, Sophia Loren oder irgendwie Catherine Deneuve oder von mir ist auch Iris Berben. Naja. Hm. Also, ja, die. Oder? Für den Deutschen, ja, ich bin ein Fan von Iris Berben. Aber ich glaube, ich lege mich auf Catherine Deneuve fest. Mhm. Die sehe ich, wie sie durch Paris schlendert in
einem Chanel-Kostüm und diesen Duft trägt und sich in einen Straßencafé setzt, in ein edles, und ein Petit Café trinkt und dazu wahrscheinlich eine Gauloise raucht. Das passt perfekt. Hm. Nichts ist schöner Duft. Hm. So. Oh, ich habe schon wieder Angst. Ja, es ist schon eine gewisse Drucksituation, ne, dass einem dann jemand einfällt. Aber du hast ja gute Düfte ausgesucht. Und zwar habe ich für dich Acqua di Parma, Oud et Spice. Oh, Oud et Spice. Also der Name ist Programm. Ja. Ist richtig würzig, holzig, bisschen herb, leicht animalisch, würde ich sogar sagen. Okay, also ich sehe vor mir definitiv einen Mann mit Bart, einen großen Mann. Oh, ich weiß vielleicht. Moment. Ah, oder passt das? Ich habe Jason Momoa im Kopf. Kennst du den? Nee, ich glaube gerade nicht. Echt nicht? Aber ich bin super schlecht mit Namen. Okay, Moment, ich muss dir kurz ein Bild auf dem Handy zeigen, damit sie sich den vorstellen kann. Der hat Karl Drago in Game of Thrones gespielt. Ah, okay, ja, ich bin einfach nur schlecht mit Schauspielernamen, wenn es nicht mega bekannte sind. Ja, das ist er. Ah, ja. Okay, also der Jason Momoa, der hat ja zuletzt Aquaman gespielt und dazu passt dieser Duft überhaupt nicht. Aber wenn man jetzt sich den Karl Drogo vorstellt aus Game of Thrones, ich finde, das passt perfekt. Also der ist richtig, der ist stark, der projiziert auch stark. Ich wette, der hat eine gute Haltbarkeit. Mhm. Du hast gesagt, Acqua di Parma ist das. Es ist wahrscheinlich einer aus der Privé-Linie, würde ich jetzt mal so ins Blaue raten. Ja, und der irgendwie macht so keine Gefangenen. Das ist auch, glaube ich, ein Duft, der einem Mann gut steht, der so ein bisschen vielleicht, also definitiv sich nicht rasiert, sondern auch so ein bisschen einen starken eigenen Körpergeruch hat. Und ich mag den schon. Also es ist nichts, glaube ich, wo Gott und die Welt sagt, oh, ist der super. So wie wenn man den Jason Momoa sieht, weil der ist schon wahnsinnig attraktiv. So ist der Duft nicht. Sondern der ist schon so ein bisschen... Ist schon nischig, oder? Was sagst du? Ja, er ist schon sehr... Oh, der ist mega würzig und speziell. Also wenn man das Bild von dem Jason Momoa dann im Kopf hat, passt es wirklich perfekt. Das ist schon jemand... Ein Mann tatsächlich. Ich glaube, Frauen tragen den Duft jetzt eher weniger. Ja, mit viel Haar, viel Bart, sehr... So ein richtiges Viech, ja, genau. Sagt man bei uns in Bayern. Viech. Genau. Ja? Ja. Perfekte Beschreibung. Okay. Next. Das Wegwerfen macht nur Sinn, wenn man wirklich Flakons hat. Ja, so ist es. Okay, was haben wir denn noch hier? Der nächste ist ein Gritti, ist auch relativ neu in meiner Sammlung. Und er heißt Duchessa. Mhm. Oh. Oh. Der erinnert mich an Torte, an so eine Kirschtorte oder so. Ja, voll. Richtig. Aber dann hat der, oh, ist das ein schöner Duft, weil dann kommt direkt danach, nach der Torte, kommt so was Tiefes. Mandelmarzipan. Irgendwie so Tonka. Oh, ein wirklich schöner Duft. Kirschmandelmarzipan. Das ist Duchessa. Erstmal Hut ab, ein schöner Duft. Ich bin verliebt. Ich bleibe im Künstlerbereich, aber ich gehe mal weg vom Film und gehe Richtung Musik. Ich stelle mir eine Frau vor, die diesen Duft trägt. Ich überlege noch, ob eine Pop, also eher aus dem Pop-Bereich oder vielleicht sogar in die Schlagerrichtung. Irgendwie so Helene Fischer oder... Nein, okay. Sorry, okay, nein. Aber nee. Ja, stimmt, nee, das wird dem Duft nicht gerecht. Helene Fischer. Wobei, die hat viele Fans, ne? Da kriegen wir bestimmt auch Bashing. Aber Moment, lass mich erklären, warum. Ich finde, Helene Fischer hat zu wenig Ecken und Kanten, ist zu glatt für diesen Duft. Und der Duft, der hat viele Facetten, also... Ja, ich habe so gedacht in Richtung, ich bin wieder weg vom Schlager, ich hätte so gedacht in Richtung Lady Gaga oder, weiß nicht, Gwen Stefani oder so, irgendwie, nee, wen habe ich denn im Kopf? Pink? Mhm. Weil ich sehe nicht so eine ganz, ganz junge Sängerin. Mhm. Nee, definitiv irgendwas Reifes auch dabei. Auch genau, 40,
Mitte 40, 50 vielleicht. Mhm. Trotzdem aber, was heißt trotzdem? Gott, weg von den Altersklischees. Steht sehr gerne im Rampenlicht. Schon quirlig auch, mutig, aber gleichzeitig schon auch vielleicht durch die Reife auch nichts, oh, das ist schwierig, nichts Madammiges, aber trotzdem was legt Wert auf Statement. Und was mit Autorität. Ja. Ja. Was meinst denn du? Wer wird den Duft tragen? Super, ich hätte jetzt eigentlich ein bisschen mit überlegen können, während du gesprochen hast, ob ich zustimme. Ja, ich bin bei deiner Beschreibung war ich gerade voll dabei. Mhm. Bei den Personen, die du genannt hast, jein. Also ja, passt schon irgendwie, aber ich nicht wie die Faust aufs Auge. Mhm. Vielleicht, ich sehe vielleicht eher, ich sehe irgendwie eine Frau, die, au, so Adele finde ich gut. Ja, ja. Die so richtig Substanz hat, die so eine Kraft in sich hat, die so richtig so mit einem perfekt. Ja, so richtig einen Saal füllt, weißt du, und sie braucht überhaupt nicht laut sein, aber trotzdem jeder hört ihr zu. Es ist jeder hängt gebannt an ihren Lippen. Voll, dieser Duft ist tatsächlich wie ein Adele-Lied. Der ist irgendwie epochal, der nimmt dich mit, der ruft Emotionen vor. Ja, der ist echt, also es ist ein Erlebnis. Es ist ein Erlebnisduft. Ein Erlebnisduft. Wahrscheinlich ein teures Erlebnis? Ja. Also, da gibt es leider kein Fortuna, der ist schon teuer. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, aber ja. Doch. Der Adele-Duft, der ist es. Okay, schnell weiter zum nächsten. Ja. Tu mir dein Cheapie her, damit sich die Leute wieder ein bisschen die Schnappatmung wieder ein bisschen nachlassen können, wenn jemand den Preis gegoogelt hat. Okay, ich habe einen Lacoste-Duft für dich. Und zwar Lacoste Pour Homme. Ihr wisst ja, was ich für ein Fan von dem Parfum bin. Deswegen bin ich mal super gespannt jetzt auf den. Okay. Habt ihr noch nie gerochen? Mhm. Ich finde, man riecht eine ganz minimale Verwandtschaft zum Parfum. Ich muss allerdings sagen, dass der auch relativ... Das ist eine sehr gewohnte DNA, also das ist auch so frisch, so ganz leichter Rasierwasserspritzer, ein bisschen, weiß gar nicht, ob da Zitrik mit drin ist, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall jetzt nichts irgendwie, wo man sagt, boah, aber angenehm. Weißt du zufällig, wie lange der hält? Oder der hat schon eine gute Haltbarkeit. Hast du den mal im Endstadium gerochen? Mhm. Und war er da noch so wie jetzt oder ist er da sehr synthetisch? Weil das ist so einer, wo ich, wenn ich die Kopfnote rieche, würde ich mir denken, der wird vielleicht recht synthetisch zum Ende. Nee, ich finde eher das Gegenteil. Ich finde ihn jetzt stechender, als wenn er ein bisschen verflogen ist. Also okay. Das ist echt ein Duft, der auch eine gute Haltbarkeit hat und dann... Okay, gut. Wen stelle ich mir vor? Oh, das ist jetzt sehr schwierig. Ich finde, wahrscheinlich passen viele Männer auf den. Mhm. Okay, also... Es ist vielleicht, ach Mensch, ich muss ja eine konkrete Person nennen, gell? Weil die Assoziation, die ich jetzt hatte, war vielleicht jemand, der gerade versucht, Schauspieler zu werden. Der vielleicht noch nicht ganz da ist, weißt du? Der vielleicht noch dieses Leben lebt, wie viele Hollywood-Stars, die man kennt, die früher dann in einer Dreier-WG zusammen mit anderen Leuten, die heute auch total berühmt sind, aber damals hatte noch niemand irgendwie... Sich mit Kellnerjobs durchschlagen. Ich finde, das ist definitiv jemand, der sich noch nicht so ernst nimmt. Okay, jetzt lehne ich mich aus dem Fenster. Ich finde, der könnte gut zu Timothée Chalamet passen. Kennst du den? Ja, bestimmt, wenn du mir ein Bild zeigst. Okay. jetzt zeige ich dir ein Bild. Wo hat er mitgespielt? Das Witzige an dem Timothée Chalamet ist, der ist jedes Jahr in so vielen Oscar-nominierten Filmen mit dabei. Mhm. Also der hat eine extrem smarte Rollenauswahl. Der ist auch sautalentiert. Call Me By Your Name ist... was macht ihr hier? Scheiß Autokorrekt hier. So, Call Me By Your Name war sein... Ah ja. Sein größter Hit, glaube ich. Oder Dune war jetzt letztens auch. Also definitiv ein junger Typ. Der irgendwie sich definitiv nicht total für Parfum interessiert, sondern der will halt einen Duft haben, der ihn irgendwie schick macht und präsentabel, ohne jetzt zu viele Gedanken sich zu machen, der einfach einen so Crowdpleaser haben will.
Und ich weiß nicht, ob ich dem Timothée Chalamet da jetzt total Unrecht tue, weil der hat nämlich einen echt richtig schönen, extrovertierten Style für einen Mann. Also ihr müsst euch mal so Met Gala Bilder von ihm anschauen. Also natürlich in der Met Gala ist immer jeder extrovertiert gestylt, aber der hat grundsätzlich einen sehr androgynen, sehr modernen Stil, finde ich. Und da passt das jetzt wiederum gar nicht mit dazu. Aber ich denke mir irgendwie, das ist halt für so einen Typen, der noch nicht sehr, der noch sehr jung ist und der einfach noch nicht so viele Sorgen hat in der Welt. Oder ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Mhm. Was denkst denn du? Ich rieche den Duft sehr häufig. Deswegen ist es für mich schwer, da jemand anderen zu sehen. Kannst du auch den Matthias beschreiben. Ich könnte jetzt auch meinen Mann beschreiben. Ja, aber ich sehe, wo du hin willst. Ich habe überlegt, ob mir noch ein deutscher Schauspieler oder so einfallen würde. Oder oh, ich weiß. Ja. Tom Schilling. Kennst du den? Mhm. Der ist auch, der hat auch so was Jungenhaftes, finde ich. Der ist jetzt auch bestimmt auch schon 40 oder so, aber der sieht immer aus wie 23. Ja, mit so einem Lacoste-Duft kann man halt einfach auch nicht so viel falsch machen, glaube ich. Das stimmt. Das wissen die Männer auch. Ja. Und wenn man sich vielleicht als Mann nicht so sehr mit Parfums beschäftigt, aber trotzdem gut riechen möchte, ja, dann ist der Lacoste Pour Homme, glaube ich, schon eine gute Wahl. Genau. Also ich finde ihn nicht schlecht, aber er reißt mich auch nicht vom Hocker. Nee. Ja. Agreed. Gut. Dann haben wir als nächstes einen Serjoff, den vermutlich viele von euch kennen. Nein, es ist nicht Evapura, sondern es ist der Accento. Das wird schwierig. Warum wird schwierig? Ich kann, glaube ich, ich kann sehr schön mir Dinge ausmalen, wenn ich Düfte ganz, ganz toll finde. Da habe ich irgendwie dann nicht so gut. Und der ist jetzt, der ist schon okay. Aber das ist für mich so ein Duft, den ich ein bisschen nichtssagend finde. Habe ich das weiter? Jetzt ich habe nichts gesagt. Nein, ich habe nichts gesagt. Hört weg, liebe Männer. Ja, weiß ich nicht. Da bin ich nicht schockverliebt, wenn ich den rieche. Okay. Da rieche ich auch ehrlicherweise gar nicht viel raus. Das ist so. Das macht nichts. Okay, was ist denn da drin? Gib mir mal ein paar Inspirationen, dass ich das. Das ist so einer der ultimativen frischen Allrounder für Männer in der Nische. Das sind, also ich glaube, viele Leute tragen den auch, die so ein bisschen von Aventus müde geworden sind. Einfach so ein bisschen frisch, fruchtig. Ja. Holzig, durchaus synthetisch auch, aber. Das ist jetzt kein Promi, der so im Rampenlicht steht, sondern. Vielleicht ist es auch der Mann an der Seite von einer berühmten Person. Ah, okay. Also deswegen habe ich gesagt, ich tue mich ein bisschen schwer. Das ist schon ein schöner Duft, aber es ist jetzt nichts, wo man irgendwie wahnsinnig sprühende Ideen bekommt, welcher Promi den tragen könnte. Wer ist denn so berühmt bei Proxy? Wer ist denn so ein Mann an der Seite von? Wer ist so ein Mann an der Seite? Oh Gott. Mir fällt jetzt dummerweise nur der Mann von unserer ehemaligen Bundeskanzlerin ein, aber ich glaube, der trägt keinen Serjoff. Zweifle ich auch, ja. Wen gäbe es denn da? Oh, schwierig. Boah, fällt dir jemand ein? Das Erste, was ich gerade dachte, aber auch der wird den nicht tragen, sicher. Ich dachte an Bill Clinton. Ja, war ja mal andersrum, aber. Aber ich meine, das Unterbewusstsein ist ja ganz intelligent, gell? Wir gehen schon so in die Politikrichtung. Ja. Es ist jetzt nicht, das ist kein Künstlertyp, der sowas trägt. Das ist eher so in einem vielleicht etwas trockeneren Lebensbereich. Findest Banker, du Politiker. Ich glaube, dass das in den Kommentaren jetzt sehr kontrovers diskutiert werden wird. Gerne. Ich muss nochmal sprühen, sorry. Du hast mich jetzt komplett, was mein Bild von dem angeht, hast du mich jetzt komplett. Echt? Oh, sorry. Nee, überhaupt nicht schlimm. Ich bin fasziniert. Vielleicht, mir fällt jetzt doch noch jemand ein. Okay. Ich bleibe aber bei den Politikern. So ein Christian Lindner. Ah. Der würde, glaube ich, diesen Duft tragen. Weil der stellt sich, der ist ja schon, glaube ich, auch auf sein Äußeres bedacht. Der trägt jetzt keinen Lacoste Pour Homme Duft, sondern schon was Besseres. Aber der mag jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt ein totales Statement setzen mit seinem Duft, wenn er in den Raum kommt. Mhm. Und das schafft man definitiv mit Serjoff Accento. Accento. Mhm. Okay, nächster. Bevor wir uns um Kopf und Kragen reden hier. Ach stimmt, FDP ist, ja, okay.
Hihi, da lacht sie schon. Freue ich mich schon. Und zwar ist das von Les Senteurs Gourmandes. Aha. Tendre Madeleine. Tendre Madeleine. Und der Name ist... Programm. Irgendwie sagt er mir was. Irgendwie... Ich habe ihn zumindest schon mal... Aha, ich weiß genau. Kann ich freue mich schon, weil der Duft so schön ist. Ja, der ist auch wunderschön. Und es ist nämlich... du mir fehlen gerade die Worte. Ich bin gerade total bedeppert. Ein Spritzer hätte gereicht bei diesem Duft. Zwei fällt schon unter. Das ist ein Lyra-Klon. Lyra von Casamorati. Ich gebe dir gleich mal den Originalen zu riechen. Mhm. Sehr schön und wirklich sehr, sehr nah am Original. Also ihr könnt euch vorstellen, es ist ein richtiger Backstubenduft mit Blutorange und gourmandigen Noten, Vanille, ein bisschen Zimt, so die Richtung. Also Lyra halt einfach. Ich glaube, viele Leute, die meinen Kanal schauen, wissen, wie Lyra riecht. Und wen stelle ich mir vor? Okay, das ist definitiv eine Frau und es ist definitiv eine süße Frau. Vielleicht so eine Selena Gomez zum Beispiel. So eine, die total talentiert ist, sehr erfolgreich, aber gleichzeitig immer noch aussieht wie ein süßes kleines Mädchen. Stelle ich mir vor, mhm, bei dem, oder? Mhm, total. Sehr schön. So, ja, Selena Gomez passt perfekt. Verzaubert auch. Mhm. Also ich dachte jetzt auch kurz Richtung Ariana Grande, aber die ist viel zu... Die hat nicht dieses süße Image. Oder finde ich zumindest. Oder sie hat sie auch. Oh Gott. Aber sie geht da, glaube ich, sie versucht da rauszukommen. Mhm. Und Selena Gomez irgendwie, gut, weil die versucht da das auch ja, zu ja, wahrscheinlich werden. Alle, die irgendwie mal bei Disney gearbeitet haben. Genau. Aber ich finde, wenn man sich die Optik von der Selena Gomez vorstellt und dann sozusagen, angenommen, man würde sie nicht kennen, wie man sich vorstellen würde, dass sie ist im richtigen Leben, das ist für mich der Tendre Madeleine. Mhm. Gefällt mir ganz gut. Das ist ein schöner Duft. Das ist ganz schöner Duft. Und sehr viel günstiger als Lyra. Also wenn ihr vielleicht mit dem Gedanken spielt, euch Lyra zu besorgen, dann kauft euch den, weil ich glaube, der kostet einen Bruchteil. Ich habe nichts gesagt. Ich halte ja auch ständig Lyra in die Kamera und ich finde Lyra auch spitzenmäßig. Ja, aber manchmal, man will ja auch seine Sammlung weiter ausbauen und dann gibt es vielleicht einen anderen Lyra-Duft, der sich dann für das Invest mehr lohnt. Genau. Ja, definitiv. Top. Ja. Schöne Beschreibung, passt sehr gut. Danke. Okay, zur Abwechslung echt mal ein günstiger Designer. Mhm. Aber ich finde, er riecht nicht so. Es ist L'Homme Ideal von Guerlain. Mhm, der ideale Mann. Schöner Duft. Mhm. So schön. Ja, doch, das ist wirklich ein sehr schöner Duft. Weil der nicht so simpel ist irgendwie, ne? Ich merke es immer dran, wenn ich mich schwer tue, was rauszuriechen. Soll ich dir ein bisschen helfen mit den Noten? Mhm, gern. Also wir haben Kirscharoma, mhm, Leder, mhm, Tonkabohne und ein bisschen Würze. Ja, oh, schöner Duft. Aber wer trägt den? Wer trägt diesen Duft? Ich habe witzigerweise schon mal einen Schauspieler gesagt, der den trägt. Ich habe auch an einen Schauspieler gedacht, wen hast du, wen... Nee, du musst zuerst sagen, weil dann sehen wir, ob wir in dieselbe Richtung denken. Ich sehe vor mir einen Schauspieler, der nicht total Bubi-mäßig ist, aber also jetzt kein... Okay, warte. Boah, das ist fies, ne? Das ist schon so ein bisschen Bashing, unser Video hier. Also ich denke nicht in die Richtung Matthias Schweighöfer, aber auch nicht am anderen Ende des Extrems ist, wie dein bärtiger Aquaman eben. So in der Mitte. So, ich sehe irgendwie einen Drei-Tage-Bart und jemand, der schon auch ein bisschen kernig sein kann, aber jetzt auch nicht total, weiß nicht, total verzottelt daherkommt. Wer könnte das sein? Keine Ahnung. Sag mal den Schauspieler, den du im Kopf hast. Ich habe gesagt, hast du White Collar mal gesehen? Nee. Der Charakter, der Neil Caffrey, der wird gespielt von Matt Bomer. Und ich finde, das ist der L'Homme Ideal. Und genauso wie der Charakter da in der Serie ist, ist er auch. Das ist nämlich ein Kunstdieb. Mhm. Und das ist so ein total charmanter, also wirklich so ein richtig charming Mr. Perfect, vermeintlich. Und total schlagfertig, total witzig, total umtriebig, total intelligent. Mhm. L'Homme Ideal.
Und ich zeige dir jetzt ein Bild von dem und dann kannst du mir sagen, ob du denkst, ob das das trifft. Ob es ihn trifft. Ist auch ein unglaublich attraktiver Mann. Ja. Das ist er. Ja, mit ein bisschen mehr drei Tage Bart noch. So. Ja. 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 Genau. Trifft. Trifft. Mhm, danke. Ich stand auf dem Schlauch. War jetzt gemein, gell? Den habe ich jetzt einfach recycelt. Es war mir, als ich den Duft ausgesucht habe, gar nicht so bewusst, dass ich den schon mal zugeordnet habe. Doch, sehr schön. Mhm. Mhm. Gut. Okay, letzter. Dann die letzte Runde. Wir bleiben bei den Männerdüften. Ich habe für dich dabei von Tommy Hilfiger den Duft. Ich glaube, er heißt einfach nur Hilfiger. Mhm, okay. Der ist mal ein bisschen anders als die Lacoste Pour Hommes und CKBs. Der hat was, wenn ich jetzt sage frisch, dann denkt man sich auch, ja super, sind alle frisch. Aber was frisch, ein bisschen leicht grüneres, herberes irgendwie. Vielleicht hat er ein Vetiver drin oder so, aber ja, keine Ahnung. Ich kenne den Duft nicht, aber finde ich sehr angenehm. Finde ich den schönsten von den Männerdüften, die ich heute gerochen habe. Der ist allerdings jetzt auch nicht irgendwie total ungewöhnlich oder so. Also, oh, das ist schwierig. Der hat so was Schönes, Frisches. Irgendwie, und ich denke an eine Person, die mich auch irgendwie mental erfrischt. Also, die irgendwie so eine erfrischende Persönlichkeit hat. Und zwar, wer fällt mir denn da ein? Da bin ich jetzt sehr gespannt. So eine Person, der man irgendwie gerne zuhört. Mhm. Ja, ich überlege gerade, ob ich einen Star kenne, der mich so verzaubert irgendwie. Gut. Also jemand, der sehr inspirierend ist. Der sehr inspirierend ist, genau. Und eher so im, in Anführungsstrichen, im mittleren Alter, also zwischen 20 und 50 irgendwie so. So da mittendrin. Mhm. Das ist nicht wirklich mittleres Alter, aber... Also so in den 30ern, Anfang 40er. Mhm. Mhm. Genau. Siehst du irgendeine... Berufssparte? Also nicht zwingend Schauspieler vielleicht, wenn mir da wahrscheinlich am wahrscheinlichsten jemand einfällt. Comedian? Nee. Comedian. Weil du gesagt hast, spritzig. Ja, also mein allerlieblings-Comedian ist ja der Ricky Gervais, aber das ist nicht der. Mhm. Dafür ist der viel zu unsportlich und ja, aber vielleicht schon britisch. Vielleicht schon britisch. Ich finde überhaupt, ich muss... Oh. Jetzt fällt mir doch noch ein Schauspieler ein, der vielleicht gut passen würde. Und zwar der Max Irons. Kennt ihr den? Bestimmt, wenn du... schlechtes Name. Ja, sag mir, wo er mitspielt, dann kann ich mir ein Bild im Kopf machen. Okay, er hat mitgespielt in Riot Club. Er hat mitgespielt in... Oh, wie heißt denn der Alien-Film mit der... Ich zeig dir ein Bild. Ja, bitte. Bevor wir bis morgen noch da sitzen. Kennst du den? Ja, ich kenne ihn vom Sehen, aber ich hätte den Namen niemals zuordnen können. Das ist der Sohn von Jeremy Irons. Mhm. Den kennt man, glaube ich, eher. Genau, und ich finde, der hat so was Junges, Freches, aber sehr Charmantes und trotzdem mit Manieren. Mhm. So. Mit Manieren. Ja. Mhm. Und finde, da passt er gut. Passt perfekt eigentlich. Ich bin jetzt sehr zufrieden mit meiner Wahl, ehrlich gesagt. Jung, frech, aber mit Manieren. Ja, das ist schön. Schön, diesen Duft wirklich schön beschrieben. Ja. Toll. Gefällt mir. Würde ich auch gerne an einem Mann riechen wollen. Hätte ich Bock, mich mit dem zu unterhalten und vielleicht mal in einem Café zu sitzen oder so. Genau. Okay, gut. Ich glaube, das waren jetzt unsere 10 Düfte. Ich bin sehr gespannt auf den Edit. Ich bin sehr gespannt, ob da... Ich bin sehr gespannt, ob wir performt haben heute. Ja, genau. Lasst uns wissen, ob euch noch Stars einfallen für die Düfte, die wir gezeigt haben. Und dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Immer so. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.